Das Pferd als Therapeutin. Hallihallo, ihr Hypomaniacs. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten, Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Ich glaube, euch brauche ich nicht zu erklären, was Pferde einem alles zurückgeben können. Und das ganz ohne Leckerlis. Sie sind zumindest mein tägliches Gemütsbarometer, mein Entspannungsbad, meine persönlichen Fitnesstrainer, meine Fixpunkte im Tagesablauf. Genau darum geht es auch beim Einsatz der Pferde als Therapeuten. Darüber kann uns sicher Martina Wüterich mehr vermitteln, die nicht nur ein Trainingszentrum für Barockpferde betreibt und die pura Rasse Española, sprich Andalusia aus Spanien importiert und auch Show-Events wie Lipizzaner and Friends und Horses in Motion auf Schlössern, Halbturnen und Ernst Brunn leitet. Sie ist auch Heiltherapeutin und Lehrwärtin für Behindertenreiten und engagiert sich auch für die Zukunftsschmiede, eine stationäre Psychotherapie im Wienerwald. Was sie da genau macht, das hat mich sehr interessiert. Daher habe ich sie auch kurzerhand angerufen. Also erstmal hallo Martina, schön, dass du auf Trab bist. Vielleicht stellst du dich gleich selber mal vor, was deine Beziehung zum Pferd ist und was du eigentlich da auch beruflich machst. Hallo mal Julia. Ja, mein Name ist Martina Wüterich und ich betreibe in 2100 Städten seit 27 Jahren einen Ausbildungsbetrieb für Dressurpferde. Also nicht nur für Therapiepferde, sondern für Pferde aller Rassen. Und meine Liebe eigentlich zum Barockpferd ist durch meine Bereiterlehre gekommen, durch den Herrn Oberstleutnant Werner Hellenberger. Der war ehemaliger stellvertretender Leiter der Spanischen Hofreitschule. Und daraus resultierend war ich dann langjährige Präsidentin des österreichischen Lipizzanerzuchtverbandes und kenne mich dadurch auch ein bisschen in der Zucht aus. Seit 20 Jahren importiere ich pura Rasse Española, umgangssprachlich Andalusia auch genannt. Und dadurch kam auch meine Liebe zu den spanischen Mulis. Die wurden mir das so oft präsentiert, ja, dass ich ihm jetzt dann auch zugeschlagen habe. Und das ist der Max, so ein spanischer Muli? Genau, richtig. Der Max ist so ein spanischer Muli. Und ich habe mir viele Mulis dort angesehen in Spanien, habe dann entschieden, mich für einen Reitpferdetyp zu entscheiden. Mulis sind sehr ausdauernde Tiere und sind im Prinzip, wenn sie im Reitpferdetyp stehen, nicht anders auszubilden als ein Pferd. Ah, okay. Unser Max war nicht angeritten. Wir sind es so angegangen wie bei einem normalen Pferd. Und siehe da, es hat funktioniert. Er ist weder stur noch bockig. Er ist eigentlich überaus fleißig. Sehr beliebt bei allen und ist ein sehr freundliches Pferd und ist auch sehr arbeitseifrig. Und wenn er mal einen Tag Pause hat, dann passt ihm das gar nicht. Ja, er möchte lieber arbeiten und gefallen. Okay. Ja. Und mit ihm machst du ja auch deine zweite Leidenschaft. Also wie gesagt, man kennt dich von deinen Vorstellungen in Halbturnen und Ernst Brunn und früher auch in Schloss Hof, eben mit der barocken Reitkunst und den Lipizzaner-Shows und Horse in Motion. Aber du hast ja eine ganz andere Seite noch pferdemäßig, die kenne ich lustigerweise schon vor 27 Jahren, wo ich bei deinem jetzigen Mann, bei dessen Pferd zufällig Mitreiterin war. Und da hast du dich schon beschäftigt mit Menschen mit Down-Syndrom, wenn du dich erinnerst, und hast da deine ersten praktisch Erfahrungen gemacht. Vielleicht kannst du da von deiner Therapieseite mal erzählen, was du da machst, was auch jetzt unser Thema ist. Also ich habe damals nur mit Menschen mit Down-Syndrom gearbeitet, also arbeite nicht nur mit Menschen mit Down-Syndrom, sondern eigentlich mit allen Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Darunter fällt eben auch die Zukunftsschmiede. Da sind Menschen mit Suchtabhängigkeiten. Der Vorteil eines Pferdes in einer Therapie, von mir aus gesehen, ist, dass er eine große Berührungsfläche hat. Im Gegensatz zum Hund. Sein Pferd wiegt so im Schnitt zwischen, sagen wir mal, zwischen 400 und 700 Kilo. Und das lässt schon mal eine festere Berührung oder Umarmung zu als ein Hund, logischerweise. Ja. Nähe ist für diese Menschen besonders wichtig. Das warme Fell, das Kommunizieren, das Füttern, das Reiten ist da eigentlich mehr
mehr im Hintergrund. Also wir gehen sehr viel in der Zukunftsschmiede ins Gelände raus, in den Wienerwald. Ja, spazieren oder? Ja, genau, spazieren. Die Leute sitzen nicht nur auf dem Pferd, sondern sie führen das Pferd auch. Das ist ein bisschen das Thema Führen und geführt werden. Ja, die Leute merken erst, das Führen von einem Pferd ist gar nicht so einfach. Es will vielleicht, hat auch andere Bedürfnisse. Es will misten, es will stehen bleiben, es will fressen, es will sich vielleicht irgendwas anschauen in der Gegend. Und sie merken auch, je konsequenter sie sind mit dem Pferd, desto besser folgt das auch. Also je zielstrebiger sie sind und sagen, ich will jetzt von A nach B gehen und sie sind sich ganz sicher, dass sie das wollen, je besser folgt ihnen auch das Pferd. Und das ist natürlich auch für Menschen, die nicht so guten sozialen Strukturen sind, wie jemand, der eben suchtabhängig ist, wichtig ist. Ein strukturierter Alltag. Und je strukturierter sie mit dem Pferd umgehen, desto besser funktioniert das auch. Das ist eigentlich was ganz was Wichtiges. Das ist jetzt echt spannend, weil ich hätte eher gedacht, das kommt darauf an, dass die so gute Spiegler sind, Pferde. Und das der Grund ist, warum man da mit Suchtkranken oder auch Menschen mit anderen besonderen Bedürfnissen arbeitet, dass sie sich praktisch selbst im Pferd widerspiegeln können und ihre Emotionen im Pferd spiegeln können. Das ist gar nicht so die... Das auch, aber wir haben festgestellt, dass besonders jetzt einmal bei dem Suchtabhängigen, abhängen, dann vielleicht nicht so, dass eine gewisse Grundstruktur in ihrem Alltag wichtig ist. Und wir haben gemerkt, wenn sie praktisch eine Struktur haben beim Reiten oder beim Pflegen des Pferdes, ja, weil das Pferd kommt an dort mit dem Hänger, weil wir fahren ja mit dem Hänger hin mit zwei Pferde, dann wird das Pferd, dann gibt es einen gewissen Ablauf. Ah, die kommen nicht zu dir, du kommst zu ihnen? Nein, mit den? Ich fahre zu ihnen, ja. Aha, ich fahre okay. Mit dem Hänger in den Wienerwald, ja, in das Therapiezentrum. Ja. Die Pferde ausgeladen werden, ja. Da werden die Pferde dann angehängt und geputzt und gesattelt und gezäumt, ja. Und dadurch haben wir erst gemerkt, ja, dass Pferde nicht nur Spiegler sind, sondern auch Pferde gewisse Strukturen für diese Menschen. Und da haben wir, weil normalerweise kommen die Leute zu uns. Und wie gesagt, erst durch das Auslagern sozusagen haben wir gemerkt, dass es wichtig ist, dass diese Menschen gute, feste Strukturen haben und das auch auf das Pferd übertragen können. Und man muss das Pferd vorher putzen, also füttern natürlich, vorher putzen und so weiter. Dann kann man es erst reiten und dann kann man erst arbeiten mit dem Tier. Also man kann das Tier dann da ganz da schmutzig rausziehen und dann geht's los. Das ist auch gar nicht, was diese Leute wollen. Aber wie gesagt, das Pferd bildet Strukturen für diese Menschen und aus diesen Strukturen können sie ja viel mitnehmen dann für ihr Alltagsleben. Das ist aber auch interessant, auch eine Zeitstruktur und Slow Motion, genau. Dass eben, dass man für jedes Step by Step sich die Zeit nimmt. Genau. Weil viele von den Patienten sagen, na, wenn ich rauskomme, dann würde ich auch so gerne, dann kaufe ich mir einen Hund oder kaufe ich mir eine Katze oder ihr. Dann sage ich immer meistens, du, fang mal langsam an. Ja, ein Tier braucht viel Pflege, Aufmerksamkeit, das wisst ihr vom Reiten. Fang mit einer kleinen Pflanze an. Wenn diese Pflanze 2 Jahre überlebt, die sie hegt, pflegt und nichts passiert dieser Pflanze, dann seid ihr bereit für ein Tier. Ja? Weil das ist immer schwierig. Ja? So ein Tier, wenn die Familie mitspielt von den Patienten, ist es etwas anderes. Aber meistens sind ja die alleine, ja. Oder in einer nicht so guten Umgebung. Und da ist es immer dann schwierig mit einem Tier. Und dann kommt das Tier ins Tierheim, dann kümmert sich nicht mehr. Das Tier ist einfach arm. Ich denke, mit einer Pflanze ist zwar auch nicht schön, wenn die da stirbt, ja. Aber ich würde sagen, es ist der ungefährlichere Weg. Okay. Ja? Also, mit einer Pflanze beginnen und dann sie vielleicht zum Hund vorarbeiten, ja. Ja, das ist jetzt mal spannend. Also das Erste ist, das Pferd gibt Ihnen eine Struktur. Ja. Jetzt denke ich mir, kein Mensch ist jeden Tag gleich. Und ich denke mir, gerade Menschen mit besonderen Bedürfnissen haben noch mehr Emotionsschwankungen. Wie gehst du eigentlich in der Vorbereitung dann, wenn du deine Pferde hast ausgeladen? Du musst eh auf deine Pferde auch noch aufpassen. Aber du musst natürlich auch erst schauen, in welcher Situation und emotionalen Lage die Suchtkranken sind. Und wenn das nicht zusammenpasst an dem Tag, was machst du da? Naja, erstens muss ich sagen, ich habe sehr motivierte Mitarbeiter. Sag ich immer zu meinen Pferden, sind meine Mitarbeiter. Ja. Ja, können die auch einen schlechten Tag haben, aber ich muss sagen, zu 99,9% sind sie verlässlich. Ja? Natürlich merken auch die Patienten, wenn sie mal einen schlechten Tag haben. Dann, nein, und ich schaffe das nicht und ich kann das nicht. Und sage, schau, du musst ihm auch motivieren und ihm zeigen, du willst das jetzt und du magst ihn gerne. Und da gibt es sicher auch bei denen Frustrationen, wenn das Pferd einmal nicht so geht. Das ist eher selten. Okay. Das andere,
passiert eher öfters, dass sie schlecht drauf sind. Man muss dazu sagen, dass die Patienten, es kommen zu 80% immer andere Leute, weil ich ja nur 4 Stunden in der Therapiestation bin. Mhm. Und es sind aber ca. 90 Patienten. Ja, okay. Ja, und es wollen natürlich viele kommen, dadurch kommen die nicht regelmäßig. Dadurch kann es sein, dass ich jede Woche jemand anderen sehe und auch nicht viel über ihn weiß. Beim Putzen erfahrt man dann natürlich vieles, weil ich vieles auch erfrage, weil ich muss ja den Menschen irgendwie kennenlernen in einer Stunde und das Tier näher bringen. Manche sagen dann von heute auf morgen, die melden sich an zum Reiten eine Woche vorher und dann, nein, ich will doch nicht. Ja. Ich habe Angst, ich bin heute müde, ich fühle mich heute nicht so gut. Gut, dann werden sie ein bisschen motiviert und dann mit dieser bisschen Motivation kommen sie zu mir. Meistens klappt es dann gut. Mhm. Aber ich habe einen Patienten, der sagt immer, mich freut nichts. Ich sage, wieso freut dich nichts? Nein, aber er kommt fast jede Woche. Er sagt, ja, aber wieso kommst du dann immer zu mir, wenn dich nichts freut? Ja, weil es ist doch schön beim Pferd. Aber ich will das Pferd nur führen. Hoffentlich folgt es mir. Aber ich muss sagen, also gerade bei dem Patienten ist das Pferd immer extrem brav. Aber er will nicht reiten, er will das Pferd nur berühren und er will die Zeit mit dem Tier genießen. Er will auch nicht sprechen. Ja. Mhm. Er kommt auch jede Woche, aber okay. Freut nichts. Er ist ein bisschen so ein innerer Schweinehund, den er überwindet, glaube ich. Ja, hast du eigentlich da manchmal auch gefährliche Situationen? Ich kann mich erinnern damals, was mich sehr beeindruckt hat. Wir sind mit deinem Pferd auf den Logeplatz gegangen, dann ist die Gruppe gekommen mit Down-Syndrom und als erstes hat sich der eine Erwachsene so um den Pferdehals gehängt und nicht losgelassen und geschrien. Und ich habe innerlich wahnsinnig Angst bekommen, weil ich gedacht habe, so, jetzt passiert was. Es ist natürlich nichts passiert, aber kommen solche Situationen vor und wie löst du die? Also das kommt relativ oft vor, dass Leute, weil sie ja auch natürlich keine Ahnung haben vom Pferd, sich auf das Pferd stürzen. Unsere Pferde sind das gewohnt, ja. Ja. Dass wer laut schreit, sie schnell auf sie zugeht. Sie werden auch trainiert, das aushalten. Das ist auch der Grund, wieso der Maxl momentan mitfährt auf Therapie, aber es sitzt noch keiner oben. Mhm. Wir haben jetzt einmal trainiert, dass die Leute ihn schnell umarmen können oder schnell auf ihn zugehen oder ihn einmal langsam führen, einmal schnell führen. Und das funktioniert schon ganz gut. In den nächsten 3 bis 4 Wochen werden wir dann einmal versuchen, einen Patienten mal raufzusetzen auf den Maxl. Mhm. Das Führen hat bis jetzt tadellos geklappt und er ist auch richtig motiviert. Er fährt wirklich gerne mit. Ja. Ja. Aber wie gesagt, die Pferde müssen auf das einfach trainiert werden. Ja. Weil natürlich ein Pferd ein Fluchttier ist. Das ist nämlich spannend. Also das ist natürlich für jeden Pferdebesitzer und Hörer und Hörerinnen jetzt interessant, wie du das trainierst. Also ich habe zum Beispiel meine Pferde eben sehr diesbezüglich Parelli angewandt, also Natural Horsemanship, um sie an solche Situationen zu gewöhnen. Ich habe jetzt zwar kein Therapiepferd, aber Kinder, die hin und wieder kommen und keine Ahnung davon haben. Was wendest du da an, um sie zu trainieren? Unsere Pferde werden einmal alle Dressurbasis gearbeitet. Ja. Ja. Dann kristallisiert sich eigentlich heraus, welches Pferd einen ganz, ganz einwandfreien Charakter hat. Und nur diese Pferde, und da kommen nur ganz wenige in Frage, werden dann zu einer Therapie eingesetzt. Ja, die sind von Haus aus schon mal nicht so schreckig wie andere Pferde. Und dann werden Situationen mit normalen Menschen, sage ich mal, trainiert, ja, was alles sozusagen passieren könnte in der Zukunftsschmiede oder in der Arbeit mit gehandicapten Menschen. Das heißt, der gesunde Mensch trainiert das mit dem Pferd. Ja, es läuft auf ihn zu, das Pferd geht über eine Plane, das Pferd geht durch einen Vorhang, also alles, was halt zuvor kommen könnte. Mhm. Das Pferd wird bei einer Fahne vorbeigeführt. Ja, aber wie gesagt, Grundvoraussetzung ist immer, dass diese Pferde wirklich einen einwandfreien Charakter haben mit wenig Fluchtinstinkt. Es gibt Tiere, eben der Muli zum Beispiel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob unser Muli so ist, ich bin ja kein Experte im Mulis, aber viele Mulis, die ich gesehen habe in Spanien, die haben nicht so einen starken Fluchtreflex wie ein Pferd. Ja, was das kommt, weiß ich nicht. Ja. Also wir haben zum Therapie momentan aktuell eine Lipizzaner-Stute, die ist aber erst im hohen Alter jetzt Therapie gegangen. Dann haben wir einen Tarpan, der hat 0 Fluchtreflex, 0. Ja. Also er bleibt stehen und würde schauen, aber er würde nicht weglaufen. Mhm. Und er ist mittlerweile 22 Jahre alt, ist noch nie
durchgegangen, weggelaufen, nie. Also ich, und der Maxl ist ähnlich. Der bleibt stehen und schaut das an und brustet mir vielleicht ein bisschen, aber er würde nicht weglaufen. Mhm. Da kann ich kurz nur Werbung in eigener Sache machen. Ich habe die Katharina Can, die die Präsidentin der Barockeseln ist, und ja, da, die habe ich auf einer Podcast-Folge das im Sommer gehabt oder im Frühjahr sogar schon, glaube ich. Und die hat es erklärt, warum Eseln also nicht so einen Fluchtinstinkt haben oder einen anderen Fluchtinstinkt haben. Ja, das ist ganz, ganz interessant. Also auf alle Fälle, du bereitest die vor, selektierst die auch genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, du hast da jetzt kein Barockpferd oder kein purer Rasse Española aufgeführt. Heißt es, dass es auch Rassen gibt, die vielleicht da nicht so geeignet sind, oder würdest du das nicht sagen? Das kann man so nicht sagen. Mhm. Das ist wie bei Menschen. Da gibt es verschiedene das kann man nicht sagen. Also ja. Okay. Es ist vielleicht schwieriger unter dem purer Rasse oder unter dem Lipizzanum einen zu finden. Weil auch das Gangwerk spielt eine Rolle für diese Patienten. Ja, weil manche haben ja auch Körperbehinderungen, und das ist vielleicht nicht angenehm, wenn das ja unangenehm ist im Trab. Mhm. Ja, okay. Wenn er stark, stimmt, eine starke Bewegung hat, ja, ja, dann ist das vielleicht nicht so günstig. Also der Maxler zum Beispiel, einen ganz weichen Trab, oder auch der Tarpan ist sehr angenehm. Mhm. Da spürt man fast nichts im Trab. Ja. Ah, das ist auch ein... Das ist natürlich für diese Patienten schon besser. Ja. Ja. Also wenn ein Pferd ein großes Gangwerk hat, ist es vielleicht nicht so geeignet. Ja. Also gehen wir nochmal auf die Patienten zurück. Also was kann Therapeut Pferd alles dem Patienten mitgeben? Also du hast einmal gesagt, sie können eine Struktur lernen, was nicht unwichtig ist. Ja, sie können spiegeln, das hast du auch schon gesagt. Ja. Das ist auch richtig. Ja, sie spiegeln Emotionen natürlich. Für mich ist immer das Wichtigste, wenn ich die Leute nicht kenne, sie kommen die Straße entlang, weil die müssen ein paar Meter gehen, bis sie zum Pferdeanhänger kommen. Diese Freude, wenn sie das Tier sehen, ja, das ist was ganz was Besonderes. Und das ist auch in Behindertenheimen so, da sind ja Tiere nicht zugelassen eigentlich. Mhm. Sie dürfen ja keine Haustiere halten, weil eben gewisse Allergien sind und dergleichen. Ja. Mhm. Und wenn man sie schon sieht und sie sehen das Pferd, diese Freude, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist unbeschreiblich. Mhm. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass die hinlaufen und das Pferd einfach umarmen. Also diese Berührung, ja, oder diese weichen Nüstern, wenn die das Leckerli fressen, diese Berührung auf dem Finger, das sind ja ganz viele Nerven, ja, sozusagen, das ist für die Patienten einfach ganz unbeschreiblich. Und das ist auch das, was dir die Kraft und die Motivation gibt, das zu machen, weil es ist sicher nicht leicht. Du bist ja ein sehr motivierter Mensch, oder so kenne ich dich zumindest vor 27 Jahren. Ja. Und dass sozusagen die Tristesse von manchen Lebensgeschichten einen da nicht mit runterzieht. Also warum, kurzum, tust du dir das an? Ja, das fragen mich auch viele Patienten. Die fragen immer, jetzt kommen sie schon so lange daher, gefällt ihnen das überhaupt noch? Ja. Ja, ich finde es interessant, und man sollte ja den Leuten zeigen, dass man Freude hat am Leben. Ja. Das fehlt den meisten, Lebensfreude. Und egal wie das Leben spielt, es gibt immer einen Ausweg. Immer. Ja. Ja. Es gibt immer einen Ausweg, und es geht immer weiter. Man soll im Leben das tun, was einem Spaß macht. Mhm. Das macht man gut. Weil viele eben dann auch in Arbeitssituationen sagen, nein, und das freut mich. Sag ich, schau, bei mir gibt es auch viele Sachen, die mich nicht freuen, aber es gibt ganz, ganz, ganz viel mehr Sachen, die mich ganz besonders freuen. Und das soll einfach überwiegen. Mhm. Und das ist auch die Motivation. Und diese Motivation sollte man an diese Leute weitergeben. Also auch manchmal schlechte Tage, aber auch selten. Mhm. Okay. 99,9% geht es mir jeden Tag gut. Es ist sehr schön zu hören. Und wie funktioniert, wenn jetzt jemand wirklich Lust darauf bekommt, damit zu helfen oder selber sowas zu machen? Erzähl mal ein bisschen über deine Ausbildung. Ich war ja wirklich überrascht, was du da auch für Engagement gezeigt hast und was du auch da schon gewonnen hast. Reitwettbewerbe der Special Olympics. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen,
erzählen, wie du deine Ausbildung erstens gestaltet hast in dem Bereich und du musst ja wahrscheinlich auch eine therapeutische Ausbildung für Menschen haben, so ist es ja, nicht. Es ist folgendes, ich eigentlich wollte ich hier Übungsleiter, ja, und habe den Lehrwart für Behindertenreiten gemacht bei der Gabi Orak. Ich muss sagen, da habe ich ganz, ganz viel gelernt, muss ich Werbung machen für sie. Ja. Vielen Dank, liebe Gabi Orak, das war wirklich toll bei dir, was man sicher auch braucht. Ich komme eigentlich von der normalen dressurmäßigen Reiten. Ja. Wir sind eigentlich gar nicht zu den Special Olympics zugelassen worden, offiziell, weil ich ja keine therapeutische Ausbildung habe, eigentlich für Menschen. Mhm. Ja. Mhm. Aber mich kennen viele Leute und hat mich damals eingeladen und hat gesagt, sie haben eine Ausbildung als Lehrwart für Behindertenreiten und wir würden sie trotzdem einladen und eine Sportausbildung für Voltigieren, dass sie mitmachen mit ihren Leuten. Naja, und dann sind wir dann hingekommen und haben unsere drei Wettbewerbe gewonnen. Wo war das? Also das war damals, ich glaube, im Reitclub Donaustadt. Ah, okay. Ja, und damals bin ich dann zum Seminar für heilpädagogisches Reiten und Voltigieren. Das machen dürfen normalerweise nur Ärzte und Hypotherapeuten, dürfen da teilnehmen. Ich habe daran teilgenommen, habe kein Zeugnis dafür bekommen, aber ich habe den Kurs belegt. Ja. Wie gesagt, aber wir sind da eigentlich mehr auf Behindertenreiten spezialisiert und für das habe ich auch eine Ausbildung. Reiten ist ja auch vielschichtig. Ja? Wenn ich jetzt mal drauf sitze und im Spazieren führe, dann ist das auch eine Form des Reitens. Ja, aber ich darf jetzt keine Therapie machen, indem ich Hypotherapie ist für mich wie eine Art Physiotherapie am Pferd. Das darf ich nicht machen. Wir haben eine Hypotherapeutin da bei uns. Ja. Die macht eine Hypotherapie da. Das ist, hat mit Behindertenreiten im Prinzip nichts zu tun. Ja, das ist ja sehr medizinisch. Genau, richtig. Mhm. Du hast jetzt zu tun mit Menschen mit Behinderung. Auf der anderen Seite hast du auch mit sicher schwierigeren Problempferden auch zu tun. Siehst du da irgendwelche Parallelen beim Zugang? Ich muss halt sagen, ein Pferd wird geprägt im Fohlenalter. Pferde, die auf der Weide aufwachsen, dann zu einem guten Ausbildner kommen oder zu einem guten Reiter, muss man nicht zu meinem Ausbildner sein unbedingt, die es immer gut gehabt haben im Leben, die es immer einfach gehabt haben, das ist wie bei Menschen. Ich habe immer ein gutes Leben gehabt, mir ist es nicht schlecht gegangen, ich habe super Eltern, ja, da ist nicht schief gelaufen. Aber wenn irgendwas, und so ist es auch bei Menschen, schief läuft in der Jugend oder irgendwo und man nicht selbst die Motivation hat, einen anderen Weg einzuschlagen, dann wird es schwierig. Und so ist es beim Pferd auch. Also wenn beim Pferd alles gut läuft, dann ist es kein Problem. Läuft irgendwas schlecht, weil viele Reiter denken sich, ich kaufe ein junges Pferd, ein noch nicht angerittenes, weil das hat noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Prinzipiell ein guter Ansatz. Nur, wir hatten schon mal ein Pferd von der Weide ausgebildet bis zum Reitpferd. Mhm. Und die meisten denken, das ist nicht so schwer. Ich kann ein Pferd longieren, ich kann ein Pferd satteln, zäumen, das geht. Das erlebe ich ganz oft da. Dann merken sie, oh, das Pferd, das will das Maul nicht aufmachen. Gibt's ja gar nicht. Ja, aber das Pferd ist gerade im Zahnwechsel. Es hat Zahnschmerz, tut sich schwer, ja. Das bedenken diese Leute nicht. Und deshalb plädiere ich immer dafür, sich ein Pferd zu kaufen, was schon gut in den Grundgangarten geritten ist. Damit kann der normale Freizeitreiter umgehen. Die meisten wollen das nicht sagen, das ist schon 8 Jahre, das Pferd ist schon uralt. Ja, bitte, das ist doch nicht uralt. Ja, das ja. Ist ja gerade im besten Alter. Ja, ja. Okay. Selbst wenn das Pferd 10 oder 12 ist, ja, das heißt ja, dass das Pferd nichts mehr lernen kann. Aber wenn es gut basisgeritten ist, dann kann ich auf dem aufbauen. Das andere ist alles herumgewurschtel, ja, dann fängt das Pferd an, sich zu fürchten. Ja. Dann fürchtet sich der Besitzer vom Pferd, weil sich das Pferd fürchtet. Und dann dauert es lange, das zu korrigieren. Weil dann muss das Pferd zuerst korrigiert werden, bevor sich der Reiter raufsetzt, der sich dann auch schon fürchtet vor dem Pferd. Die Pferde, die werden dann verkauft und verschoben und von Ausbilder zu Ausbilder geschickt. Und das ist ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und diese Erfahrung hilft dir eigentlich auch, um gewisse Schwierigkeiten bei deinen Klienten zu verstehen, oder? Genau, richtig. Das ist im Prinzip fast dasselbe. Ja. Ja. Ja, die werden umeinander geschoben. Ist halt nicht schön. Ja, finden nie Halt. Das ist ein schwieriges Thema, ja. Jetzt hast du ja, glaube ich, selber keinen jetzt therapeutischen Verein, sondern hilfst Vereinen wie die Zukunftsschmiede.
Aha. Der gerne etwas geben möchte, der soll sich dann direkt an die Zukunftsschmiede wenden. Den Link zur Zukunftsschmiede findet ihr übrigens in den Shownotes. Gibt es ja nicht genug Leute wie du, die das mit Überzeugung sozusagen auch machen? Oder gibt's da, würdest du da junge Reiterinnen und Reiter oder auch Ältere motivieren, auch so eine Ausbildung einzuschlagen? Und was würdest du da vorschlagen, wenn man sich wirklich für die so therapeutisches Reiten interessiert oder Pferdetherapie mit Menschen mit Behinderung? Also ich würde auf jeden Fall eine offizielle Ausbildung vorschlagen. Ja? Mhm. Da wendet man sich am besten an den NÖPS. Die bilden sozusagen die Plattform. Ja? Und da gibt es dann verschiedene Wege, die man gehen kann. Mhm. Ja? Okay. Es ist auch einfach gescheiter versicherungstechnisch, wenn etwas passiert. Und es kann immer was passieren. Wenn man eine gute Ausbildung hat, eine fundierte, dann steigt auch keine Versicherung aus. Ja. Das ist schon was Wichtiges, dass man eine offiziell anerkannte Ausbildung hat. Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist wirklich was Wichtiges. Und ich denke schon, dass es da in diesem Bereich viele Möglichkeiten gibt. Viele Menschen hören halt dann auf, ja, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil es halt anstrengend ist, so wie du vorher schon gesagt hast. Es laugt natürlich auch aus. Aber es gibt auch zurück, wie du gesagt hast. Viele, aber es gibt auch viel zurück, genau. Das ist so schade, selbst beim Westernreiten, es kommt nur noch weiblicher Nachwuchs. Ja? Jetzt wollte ich dich fragen, liegt es wirklich im Innerlichen, die Zuneigung zu Pferden, das müsstest du ja jetzt zum Beispiel sehen bei diesen Suchtkranken. Kommen da auch Männer zu dir oder sind es nur Frauen? Nur Männer, weil auf der Station fast nur Männer sind. Okay. Also es sind ca. 15% Frauen. Ja. Da sind nur Männer. Okay, also. Was ich hier sehe bei mir, beim normalen Reitunterricht, wir haben auch relativ viele Buben. Ah, wirklich? Ja. Reiten. Ich weiß nicht, an was das liegt. Entweder an meiner Person, dass. dass du sie nicht abschreckst, die Männer. Ja, wir wissen es nicht, wie das so ist. Ja. Aber wir haben Buben bei uns im Reitstall von 10 bis im Alter von 50, schon etwas älter. Ah, okay. Also, okay, spannend, ja. Verschiedene Altersklassen, ja. Ein Grund mehr, warum man mal deine Reittherapie sich anschauen sollte, was du da richtig machst, gendergerecht machst. Ja, vielen Dank, Martina. Es war sehr spannend und sehr berührend. Und ich wünsche dir viel, viel, viel weiter, viel, viel Kraft mit deiner Zukunftsschmiedearbeit. Und natürlich, ich bin gespannt, welche Shows du nächstes Jahr dann aus dem Hut zauberst. Hoffen wir, dass es wieder geht. Alles Gute. Schöne Weihnachten. Tschüss. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag, wo eine Freundin von mir eine berührende Weihnachtsgeschichte mit Pferden natürlich erzählen wird. Apropos frohe Weihnachten mit euren lieben Zwei- und Vierbeinern wünschen euch die Welchis Tessa, Velvet Dancer und natürlich Julia Kistner von ganzem Herzen. Und solltet ihr für uns noch kein Geschenk haben? Ganz leicht, dann motiviert uns einfach, indem ihr diesen Podcast abonniert und erzählt euren Freundinnen vor allem von uns. Dankeschön und frohe Weihnachten!